Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Kloche, schönen Dienstag. Nachdem gestern ein Vorarlberger Polizist in Lauterach einen Mann erschossen hat, gibt es jetzt gerade eine Sitzung zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Hier wird geklärt, wie es in dem Fall weitergehen soll. Hintergrund: eine Frau hatte gestern die Polizei alarmiert, weil ihr Lebensgefährte stark betrunken mit einem Messer in der Hand durch die Wohnung torkelte. Der Mann hatte beim Eintreffen die Polizisten bedroht. Daraufhin hat ein Polizist den Mann angeschossen. Jeder dritte Verkehrsunfall in Vorarlberg passiert wegen Ablenkung. Schuld daran ist sehr oft das Smartphone. In der Dornbirner Innenstadt werden deshalb ab heute die Laternen mit Airbags gepolstert. Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Es soll zeigen, dass man eben auch gegen eine Laterne marschieren kann. Passiert auch das öfter, wenn man mit dem Handy unterwegs ist. Gibt eine Beule vielleicht am Kopf, aber eine Laterne könnte natürlich auch ein Auto oder ein anderes Fahrzeug sein, und dann enden natürlich die Unfälle ein bisschen schlimmer. Der Altacher Adi Hütter ist als Trainer beim deutschen Bundesligisten Werder Bremen im Gespräch. Das berichtet die Bild-Zeitung. Hütter ist ja derzeit mit den Young Boys Bern Tabellenführer in der Schweizer ersten Liga. Neben Hütter ist auch Ex-ÖFB-Coach Marcel Kohl ein Thema. Jeder Arbeitslose in Vorarlberg ist einer zu viel, das sagt jetzt Landeshauptmann Markus Wallner. Der AMS und das Land investieren deshalb jetzt 68 Millionen Euro in den Arbeitsmarkt. Ein großer Teil davon geht in ein Auffangnetz für Menschen unter 25 Jahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.